man ein Kind in einem Baumhaus großziehen? Wir testen das heute mit Aurela. Vielen Dank an Valentina. Aurela ist ein Teenager, aber nicht nur das, sie ist offensichtlich hochschwanger. Wir bekommen dieses Baby jetzt im Krankenhaus. Also irgendwann in den nächsten Jahren, weil offensichtlich können wir uns nicht anmelden. Es ist ein Junge. Und er heißt 123 Tim. Und so beginnt die dramatische Geschichte von Aurela und Tim. Tim und Aurela geht's momentan noch sehr gut. Und das müssen wir natürlich sofort ausnutzen. Wir werden jetzt direkt anfangen, dieses Baumhaus zu bauen, damit die beiden dann ein Zuhause haben. Das Ganze funktioniert jetzt nämlich so, dass wir das Grundstück nicht verlassen werden. Das heißt, wir dürfen auch nicht auf irgendwelche öffentliche Plätze gehen und dort duschen und aufs Klo gehen, sondern wir testen jetzt wirklich, ob unser Sim und unser Baby nur durch ein Baumhaus überleben können. Da sehe ich auch gerade, wir haben viel zu viel Geld. Ich würde sagen, wir setzen das einfach auf null runter und vielleicht nehmen wir uns Tim und schieben ihn rüber zu seiner Mama. Und langsam bekommen wir Hunger, Leute. Oh no. Wir brauchen eine Kühlbox. Das sind 145 Simoleons. Oh oh, Tim geht es nicht gut. Aber wir haben halt noch nichts gefangen. Oh, aber wir könnten die Geburtsurkunde verkaufen. Okay, vielleicht auch nicht. Den Babyfußabdruck? Nein, leider auch nicht. Komm schon, Aurela, wir glauben ganz fest an dich. Wir brauchen heute nur 145 Simoleons. Oder einen Apfel. Aber wahrscheinlich wäre es schlauer, wenn wir den pflanzen. Oh Gott, Leute, ich sag's euch, der Stress ist jetzt schon enorm. Aber zum Glück ist die Nahrung für Tim gratis. Oh nein, Leute, es ist jetzt schon kritisch. Das Problem ist, weil wir im Krankenhaus waren, haben wir das Nachbarschaftskomitee verpasst. Und die hätten uns wenigstens einen Fruchtkuchen vorbeigebracht. Oh mein Gott, Leute, es ist so dunkel und so unheimlich hier. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir sind unglaublich hungrig. Es ist kalt. Es regnet und wir haben kein Zuhause. Von hier aus kann es nur noch aufwärts gehen. Und ich weiß, ich habe gesagt, wir dürfen das Grundstück nicht verlassen. Aber Leute, ich glaube, die Challenge ist sonst sofort vorbei. 7 Simoleons bräuchten wir. Leute, ich schwör's euch, ich heul gleich. Das hat sich Tim jetzt gerade auch gedacht. Mittlerweile sind wir übrigens auch müde und aufs Klo müssen wir auch. Und wir fühlen uns einfach viel zu unwohl, um jetzt angeln zu gehen. Oh Gott, Leute, ich glaube, wir müssen bei den Nachbarn vorbeischauen. Das ist zwar eigentlich gegen meine eigenen Regeln, aber wir haben den Fruchtkuchen von den Nachbarn verpasst. Dieser Fruchtkuchen hätte uns nämlich wirklich sehr lange durchgebracht. Wir sind wieder zu Hause, haben uns angepinkelt. Hier sieht es auch absolut aus wie Sau. Wir sind hundemüde. Wir fühlen uns immer noch zu unwohl, um zu angeln. Aber nicht unwohl genug, um an dem Baumhaus weiterzuarbeiten. Immerhin das. Aber hey, Hauptsache Tim geht's gut. Oh mein Gott, Leute, das ist so eine Katastrophe, was hier passiert. Aber solange uns das Kind nicht abgenommen wird und wir nicht sterben, ist ja alles gut. Wir schwänzen übrigens auch gerade die Schule, weil wir Tim natürlich nirgends abgeben können. Oh mein Gott, wir können nicht mal schwimmen gehen. Es ist einfach so krass, was hier passiert, aber sie kümmert sich richtig gut um ihr Kind. Okay, sie ist auch sauer, weil die Umgebung schlecht ist. Vielleicht, wenn wir die dreckigen Windeln nehmen und einfach verschieben. Vielleicht geht es ihr dann schon besser? Ja, tatsächlich. Und Tim hat Geburtstag. Das heißt, wir haben die Babyphase überstanden und müssen uns jetzt um einen Säugling kümmern. Oh mein Gott, ich lieb's, dass er wirklich so aussieht wie seine Mama. Oh nein, wie glücklich er ist, während seine Mama schon wieder eingeschlafen ist. Oh mein Gott, Leute, das ist, glaube ich, eines der unheimlichsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Seht ihr, was neben dem Baby schwebt? Da schwebt einfach noch ein Baby. Geisterbaby? Weil hier ist offensichtlich nichts. Leute, ich schwör's euch, ohne Spaß, ich finde das gerade richtig, richtig unheimlich. Kommt das von irgendeinem Baum? Oder sind wir auf einem verfluchten Grundstück? Es fühlt sich auf jeden Fall definitiv so an. Jetzt ist das Baby verschwunden. Und sie bringt ihrem Baby gerade von sich aus was bei. Es ist so schön, aber so tragisch. Ich habe übrigens Essen von den Nachbarn mitgenommen. Als Ersatz für den Früchtekuchen. Und unser Kind hat uns angespuckt. Toll. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Das Baumhaus ist fertig. Und wir werden direkt schlafen gehen. Tim, können wir leider nicht mit nach oben nehmen. Und ich hoffe einfach ganz fest, dass dann nichts aus dem dunklen, tiefen Wald kommt und unseren kleinen, süßen Tim mitnimmt. Gut, jetzt hat sie sich angepinkelt. Ich wünschte, sie könnte einfach ins Wasser pinkeln. Oder hier in den Busch. Oh mein Gott, Leute, wir sind zwar sehr beschämt, aber wir können wieder angeln gehen. Und jetzt sind wir sehr angespannt und können nicht mehr angeln gehen. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber wir sind energiegeladen. Das heißt, wir können jetzt angeln. Ich liebe Angeln. Das finde ich ganz toll, aber ich fände es noch toller, wenn du endlich was fängst. Oh mein Gott, Leute, wir haben es gefangen. Und er ist ganze 7 Simoleons wert. Okay, aber damit könnten wir uns wenigstens mal ein Eis leisten. Wir haben noch was gefangen. 20 Simoleons. Wir geben nicht auf. Und jetzt geht es uns zu schlecht zu machen. Oh mein Gott, Leute, das Geisterbaby ist schon wieder zurück. Das ist so unheimlich. Ich würde sagen, wir packen Tim in die Rückentrage und gehen uns ein Eis kaufen. Oh Gott, wie wir ausschauen, Leute. Ohne Schuhe. Das ist schon echt tragisch. Oh no, Leute, wir haben gerade unser Baby angepinkelt. Aber er hat uns auch schon angepinkelt, also irgendwie ist das nur gerecht. Oh mein Gott, das habe ich gerade nicht wirklich gesagt. Aurela hat Angst vor tiefem Wasser. Das kann ich gerade sowas von überhaupt nicht gebrauchen. Als hätten wir nicht schon mit genug Dingen zu kämpfen. Tim wird übrigens in einem Tag zum Kleinkind. Deswegen versuche ich ihm jetzt noch irgendwas beizubringen. Oh mein Gott, aber wir sind
sind zum ersten Mal seit Tagen wieder glücklich. Oh nein. Unser Kind hat sich gerade angepuppt. Und wir haben keine Badewanne oder Waschbecken, um ihn zu waschen. Jetzt sehen wir beide super eklig aus. Und kann man eigentlich mit den Windeln nicht diesen Apfelbaum düngen? Wie das Baby einfach dreckig im Regen liegt, ist schon ein bisschen zu viel für mich. Aber deine Mama probiert echt alles, damit ihr ein schönes Leben bekommt. Und hat sich natürlich wieder mal angepinkelt. Und wir haben Besuch. Oh wow, das ist aber ganz schön unordentlich hier, du kleiner Schmutzfink. Soll ich dir helfen, das Chaos zu beseitigen? Ja, sehr gerne. Du kannst wirklich sehr, sehr gerne den Müll mitnehmen oder dich um unser Kind kümmern oder mir ein bisschen Geld geben. Mein Gott, die erste Person, die hier vorbeikommt. Vielleicht finden wir mal Freunde, Leute. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Aber sowas von definitiv nicht. Ich glaube, es hakt. Ich bin so verzweifelt, Leute. Es ist unglaublich. Und es ist soweit, Tim wird zum Kleinkind. Und er ist 1, 2, 3 neugierig. Das heißt, wir haben jetzt das Säuglingalter überstanden. Und das Chaos geht direkt weiter. Oh mein Gott, Leute, seht ihr gar, wie gut es uns geht. Außer, dass wir stinken. Und wir haben den Fisch um 50 Simoleons gefangen. Leute, ich pack's nicht mehr. Bitte sagt mir, es geht jetzt aufwärts. Oh nein, unser Kind braucht ja jetzt auch richtige Nahrung. Und wir haben wieder einen Apfel gefunden. Ich glaube, ich lasse den mal in meiner Tasche. Für den Notfall, wenn wir wieder Hunger haben. Wie sie jetzt angelt und Tim einfach daneben schläft. Oh mein Gott, Leute, wir haben 113 Simoleons. Und noch ein Fisch um 22. Können wir uns jetzt die Kühlbox leisten? 145 Simoleons. Das sind 3 Simoleons, Leute. Der Apfel ist 3 Simoleons wert. Oh mein Gott, Leute. Ich glaub's nicht. Wir können uns die Kühlbox leisten. Ich würde die gern im Baumhaus platzieren. Hallo? Ich darf nämlich eigentlich nichts draußen platzieren. Okay, ich kaufe die jetzt trotzdem einfach mal. Weil dadurch müssen wir nie mehr hungern. Aber eigentlich wollte ich alles hier im Baumhaus platzieren. Und dass das eine der Regeln ist. Oh Gott, Tim, mein Herz, es tut mir so leid. Wir haben mittlerweile Herbst. Und Tim hat schon wieder Geburtstag. Ich habe die Lebensspanne übrigens auf kurz gestellt. Und unser Apfelbaum blüht. Wir haben ganze 8 Äpfel. Richtig krass. Und Tim wird gerade zum Kind. Und ist 1, 2, 3 böse. Nein. Oh Gott, so haben wir dich doch jetzt nicht erzogen. Aurela ist mittlerweile übrigens auch schon eine junge Erwachsene. Und endlich kann unser Kind selber ins Baumhaus gehen. Und sich auch nützlich machen. Wir könnten nämlich mit ihm angeln. Ich sehe aber gerade, es geht ihm unglaublich schlecht. Das heißt, wir lassen ihn jetzt einfach mal schlafen. Oh, die beiden können sogar zu zweit im Baumhaus schlafen. Das ist richtig süß. Und wir haben den Lebensstil gewonnen. Wir sind jetzt ein Naturfreak, ob wir wollen oder nicht. Ich werde jetzt mal einen Busch kaufen, damit die beiden ein Klo haben. Den kann man leider aber auch nicht auf dem Baumhaus platzieren. Und jetzt können wir gemeinsam mit unserem Sohn angeln gehen. Und wir sind soeben gute Freunde geworden. Ach, wie schön. Hä? Und der erste Fisch, den er fängt, ist einfach 34 Simoleons wert? Unser Kind ist ein absolutes Naturtalent. Und sollte schon lange in der Schule sein. Aber alles ist gut. Wir sind mittlerweile auch sehr glücklich. Leute, es sieht so gut aus. Und unser Sohn hat richtig Spaß mit dem Baumhaus. Auch wenn es ihm gerade gar nicht so gut geht. Die günstigste Dusche könnten wir uns theoretisch leisten. Aber ich finde schon echt blöd, dass ich die Dinge nicht hier oben platzieren kann. Muss ich das Baumhaus dafür verbessern? Weil ich meine, eine Rutsche wäre schon ziemlich cool. Aber Leute, ich würde dann mal sagen, es wird Zeit für die richtig Hardcore-Challenge. Wir werden jetzt alles verkaufen, was uns was bringt. Und ich werde denen kein Essen mehr geben und ihnen sonst auch nicht wirklich helfen. Unser Sohn wird nämlich bald schon zum Teenager. Und ich will wissen, ob wir das jetzt noch überleben. Ohne, dass wir hier oben Sachen platzieren. Aber wir haben jetzt eine Rutsche. Oh Leute, seht ihr das? Ein Teleskop könnte man platzieren. Eine Kühlbox aber leider einfach nicht. Also alle nützlichen Sachen, die wir zum Überleben bräuchten, die kann man einfach nicht da oben platzieren. Unser Sohn ist mittlerweile übrigens auch ein Teenager und er ist 1, 2, 3 böse und ein Spinner. Oh mein Gott, ich liebe seinen Style. Und damit haben wir es eigentlich geschafft, ein Kind in einem Baumhaus großzuziehen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich wäre es nicht möglich. Und Aurela wäre während Tims Säuglingsalter ganz, ganz, ganz sicher einfach verhungert. Wir hätten die Challenge verloren. Kann man ein Kind in einem Baumhaus großziehen? Wir testen das heute mit Aurela.